Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores. Ah ja, Saijahau habe ich vergessen. Zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Jungos Unchained. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Ich bin natürlich nicht alleine. Mein anderer gelber Turban ist der Mr. Murb. Ich grüße dich. Der Co-Django, hallöchen. Ich grüße dich ebenfalls. Auch bekannt als der Jung-Bao-Train, der hier alle Städte überrollt. Das ist echt krass, ne? Also einmal, wie so eine Schlange einmal durch und die KI weiß nicht, was sie machen soll. Obwohl wir auf sehr schwer spielen, das ist echt heftig. Die Tech muss ich auch echt erforschen, ne? Naja, gucken wir erstmal, was jetzt hier... Das ist ja tatsächlich die Start-Tech für meine passiert. Fraktion, ne? Ah, sehr gut. Ja, ist echt cool. Aber man muss halt trotzdem sich erstmal ranforschen. Und es dauert halt sau lange. Also ich habe 10 Turns, glaube ich, gebraucht, das zu erforschen. Mhm. Und so. Oh, guck mal, wer da kommt. Sag mal, wo kommst du denn her aus Stumpfhausen? Der Yuan Shao? Nee, bei Chen ist plötzlich eine Fullstack aufgetaucht. Er kann noch nicht angreifen. Das bedeutet aber für mich, dass ich Lu Jun. Und den kann ich nämlich jetzt hier gleich dann. Die ganze Diplomatie interessiert mich einfach nicht mehr, die Bohne. Klick die einfach nur noch weg. Der Baum lebt von seinen Wurzeln. Das hier werde ich abreißen. Bei einem Tempelschrein brauche ich aber auch nicht mehr. So, und jetzt würde ich auch noch den Nutztierhof mir noch holen. Aber ich muss noch eine Weile warten. Hey, übrigens, ich forsche jetzt diese Technologie übrigens, von der du gesprochen hast, die forsche ich jetzt auch mal. Diese 25% Bewegungsreichweite. Genau, die Marschübungen, ne? 6 Runden dauert das, das geht ja relativ fix. Ja, das danach dauert halt dann 10, das sind halt nochmal 15%. Aber es ist halt geil, ne? Rundenstart in freundlichen Gewässern, aber es ist nicht nur Gewässer, sondern es gilt auch am Boden, so wie es aussieht. Wäre ja auch ziemlich sinnlos, wenn es nur auf dem Wasser gelten würde. Ja, klar. So, warte mal, Zhang Zhuai, bitte. Normale Marschstellung hier. Einmal hier hinlaufen. So, jetzt nochmal gerade gucken. Oh, Verluste Mittel. Aber gut, ich delegiere das trotzdem. Ja. Und damit gehört die Kaiserstadt uns. Jo. Jetzt den Fehler machen, niederreißen, weißt du? Das Ding muss ja Großstadt bleiben, ne? Ich weiß es nicht. Also vielleicht, ich weiß auch gar nicht mehr, weil das ist jetzt ja nicht mehr die Hauptstadt des Kaiserreichs. Also es könnte tatsächlich sein. Ich habe es kontrolliert. Es muss Okay. Luoyang Großstadt sein. Mhm. Aber es steht jetzt auch dran, vollendet. Also wir haben das Ding jetzt. Uns fehlen nur noch 8 Siedlungen. Yes. Okay. Wenn jetzt mein chinesischer Blitzkrieg der Antike welche weiter funktioniert, könnten wir das in dieser oder nächsten Folge schaffen. Das wäre natürlich richtig cool, ne? Und du bist ja jetzt auch rüber, das heißt, du kannst jetzt auch noch Druck machen auf den Holzplatz von Liuyang. Und vielleicht dann sogar noch auf Nanyang, die große Ortschaft, und in Richtung Yingshuan ebenfalls. Das Problem ist halt, ich werde diese Orte jetzt wahrscheinlich tendenziell nicht halten können, wenn es doof ist. Ich muss da jetzt halt Armeen schlagen, die kommen jetzt halt von allen Seiten. Kann Zhengzhang jetzt bitte einfach mal tot umfallen? Ich meine, die rennt jetzt schon die ganze Zeit hier bei mir im Territorium rum und es passiert halt einfach nichts, ne? Also, ich kann nicht. Irgendwann wird's halt auch albern. Du kriegst sie auch nicht. Ja. Dasselbe ist ja mit Yuan Shao. Die rennt die ganze Zeit vor mir weg. Dasselbe ist bei mir mit Yuan Shao, der übrigens hier mit den Verteidigern von Hebei hier quasi gleich hier aufgeschlagen ist. Ey, ohne Witz, der schlägt hier gleich auf mit einer Endgame-Unit. Was für eine, Entschuldigung, Sausack-Aktion ist denn das? Bin ich äußerst unentspannt. Verstehe immer noch nicht, warum die nicht regeneriert.
So, was muss ich ihm jetzt wieder für einen Skill geben? Was bringt denn mir das hier? Geschwindigkeit, Nahkampfschaden, rüstungsdurchdringend, alles Ach klar, so, cool, weil ich Skill, marschiert bin. Ich Lendenwaden. bin so doof. Oh, natürlich. So, Städte, ich kann ganz viel bauen. Und ich falle jedes Mal drauf rein bei dem Spiel, dass man nicht mehr Verlust, also man keine Verlustverstärkungsrate mehr hat, sobald man marschiert. Jedes Mal falle ich drauf rein. Ah, okay. Ja. Man wird alt. Ja, das stimmt Führe das allerdings auch. Volk. Okay, das will ich jetzt noch nicht ausbauen. Was haben wir hier? Bitte das. Nee, ist zu teuer. Will ich nicht. Nee, warte mal. Ich kann hier keine Gebäude bauen, weil ich wahrscheinlich gleich noch was rekrutieren muss. Ich nehme jetzt erstmal so die Kohle mit. Oh, Scheiße. Und erzähl. Eine Armee ist bei Hedong an Land gegangen. Nein. Die meinst du, ne? Ja, aber wenn der dich belagert, das hältst du noch durch. Also, ich meine. Ja, ich meine, delegieren geht ja eh nicht, ne? Ich glaube auch nicht, dass der tatsächlich wirklich was macht. Das ist der Yuan Yi und der Jia Xu. Okay, krass. Die Mein habe Glaube ich, glaube ich, ist beide in stark. meinem Dong Zhuo Let's Play gehabt auch. Lasst mich nochmal schnell überlegen, was haben wir denn hier jetzt alles drin? Okay, das ist aber kein geiles Gebäude, das reißen wir mal ab. Das ist okay. Was haben wir hier? Erleuchtung und Eifer und Gedöns. Und was machst du? Du bringst immer hier. Ja, das ist okay. Dann bauen wir da einfach irgendwas rein, was noch das Einkommen stärkt. Und ich muss mir mal ganz kurz überlegen, was können wir noch machen? Außer in die Hose machen und lachen. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Nicht heute. Kongrong mag mich. Der ist aber schon tot. Nö. Ah, dann hat er. Kongrong ist nicht tot. Ach so, weil der legendär ist, der war ja nur verletzt. Aber ich kann auch nicht wirklich mit ihm handeln, also von daher. Das ist ja das Lustige, wir können ja mit denen gar nichts machen. Ne? Das ist für uns alles nur ja, Feinde, also keine Ahnung. Ja. Huang Shao, mit dem kann ich übrigens auch handeln. Lass mal gerade gucken, habe ich noch irgendeinen sinnlosen Kram, den ich dem verkaufen kann? Sie nannten ihn auch Huang Shao, den Trödelmeister. Aber wirklich, ich werde jetzt auf jeden Fall einen Trödelmeister aus dem machen. Um Zahlung bitten. Okay, 5000 ist vielleicht wirklich ein bisschen Einverständnis. viel. Komm, dann gib mir doch wenigstens einen Tausender. Alter, das ist voll der Teppichhändler. Der steht da, sagt er, wie kannst du von mir nur 1000 verlangen? Ich habe kleine Kinder, die Ja. verhungern. So ein richtiger Aber Basar. tatsächlich, weil er minus 3 Nahrung hat, ne? Also, Ja, schon. so ein richtiger Basar-Typ, ne? Ah, guck mal, wieder mal ist Sun Jian tot. Swan Jan oder Sun Jian. Immer Ja, aufwärts. okay, ja. Sunny ist tot. Sunny, oh wow, I love you. Für den So, Frieden. jetzt gehe ich hier in den Hinterhalt und Geduld regeneriere bringt dann uns erstmal. weit. Dann deaktiviere ich jetzt hier erstmal den Marschmodus. Jetzt regenerieren die auch hier endlich wieder, die alten Schlawiner. Und jetzt begutachte ich nochmal meine Bewegungsreichweite. Und die reicht halt genau, um bis zu Chen zu kommen. Nicht weiter, aber es reicht genau nach Auf Chen. dem Marsch! Gehend, also Berichte, nicht was in marschierend meiner wohlgemerkt. Abwesenheit geschehen ist. Mhm. Nicht möglich. Vermeint sie! So, jetzt habe ich tatsächlich sogar noch aus der Stadt rausgeschafft. In den Kampf! Und stehe ihm jetzt hier gegenüber. Dann, dann, da! Das wollte ich ja abreißen. Ein Land ohne Menschen ist geistlos. Kann ich mal irgendeiner den Kapitalismus erfinden oder sowas, dass ich irgendwie so Guthabenzinsen auf mein Geld bekomme oder sowas? Oder kann ich einer Bausparverträge erfinden, so die Yellow Turban Bank oder so? Die Yellow Turban Bank. Ja, ich weiß nicht. Die Bank vom gelben Fluss, irgendwie sowas, dass man da halt
Ich schau mal gerade eben. Ich meine, das ist halt so, ne? Du kannst viel Geld sparen, baust du 5 Gebäude, ist die Kohle komplett wieder weg. Ich find's cool, wenn du Zinsen auf dein Geld bekämst. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ne? So, du sparst dein Geld und bekommst dann halt Zinsen. Irgendwie so. Bausparvertrag mit 2,5% oder so. Das wird mir reichen. Verkauf jetzt echt mal ein paar Items, ey, ohne Witz. Das ist alles so viel dämlicher Krempel, den ich da habe. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch wieder sagen, Staatsanleihen verkaufen geht ja jetzt hier auch nicht, ne? Wäre schön, wenn es ginge, um Zahlung bitten. Können wir ja schon mal in der Antike anfangen, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen, wobei die gibt es ja da noch gar die nicht. Die werden irgendwann sau viel wert sein, ja, Zwinker, ja, ja. Zwinker. Ja, ja. Aber der gibt mir auch keine 1700 dafür, oder? Ja. Alte Geizkragen. 1690 für 4 Items. Uff. Komm, jetzt färbt die Turban-Revolte bitte wieder blau ein, damit ich weiß, dass die zu uns gehört. Das reicht trotzdem vom Geld her nirgendwo hin. Nein, Shengshang, du musst nicht ablehnen, du musst ableben. Bitte richtig verstehen. Falsches Wort. Ableben. Ich muss ableben. Welch giftige Lügen werdet ihr heute erzählen? Mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich wollte mit Huang Shao reden. Wir brauchen noch 8 Willkommen. Städte so und dann haben wir es, ne? Oder? Ja, ja. Also es geht voran. Und zwar relativ problemlos. Vertickt dem jetzt hier auch so ein paar dämliche Rüstungen dem Jungen noch. Oh, der Wang Xiu kommt bei dir an, den Ping Yuan sehe ich gerade. Hast du den auf dem Schirm? Ich muss gleich mal gucken. Bin auf jeden Fall immer am Rumgucken. Der schippert da gerade auf den gelben Fluss. Oh, der gibt ein bisschen mehr Geld für 2 Rüstungen. Was ist, wenn ich jetzt 2850 draus mache? Aha, 2860. Passt. Schön zu wissen, wenn das Spiel einem sagen würde, welcher See das ist. Dass das ein See ist, erkenne ich auch. Aber welcher See ist es denn? Wie heißt er denn? Ja, das mit Ping Shuan, das weiß ich. Keine Sorge, das weiß ich. Ja, okay, gut. Alles klar. Na, das finde ich immer ganz schön, wenn man halt hier so, wenn man das Gelände noch so ein bisschen interaktiver gestalten könnte, dass du zum Beispiel hier auf den See gehst und dann siehst du so, was ist das für ein See, wie heißt der, was zeichnet den aus, was ist das für eine Flora und für eine Fauna, welche geschichtliche Bedeutung hat der, genauso wie halt mit diesen ganzen Gebirgen hier, ne, also ist halt Gebirge. Oder, ja, oder hier Wutai Shan, ne, auf den flachen Gipfeln des Wutai Shan des 5-Terrassenbergs finden sich derart viele Klöster, dass Pilger auf der Suche nach Erleuchtung von jenseits unserer Grenze anreisen. Das finde ich schon eigentlich ganz cool, weil da hat man wenigstens noch so einen Flavortext irgendwie und du hast ja auch hier so ein paar Klöster, die dann da auch so dargestellt sind. Das schon in Ordnung, ne? Wenn es noch ein bisschen mehr Infos dann zusätzlich gäbe, das finde ich dann richtig dufte. Also so für mich als historisch Interessierten, ne? Dass man das sowas stimmt, ja. So gleichzeitig noch ein bisschen was über die Geschichte lernen kann, was ich dann zum Beispiel auch meinen Zuschauern vorlesen könnte und dann vielleicht noch mal ein bisschen kommentieren könnte oder sowas. Ne? Das wäre echt super interessant. Ich hoffe, dass sie das bei Troy irgendwie machen, weil ich meine, ne, da ist so viel Geschichte drin. Oh, Zheng Zhang greift an. Sie greift an. Das möchte ich gerne selbst spielen. Okay. Weil ich glaube, wir haben hier gute Chancen, einen Großteil ihrer Armee auszuschalten. Aber vergiss nicht, sie selber ist der Killer vor dem Herrn, ne? Zheng Zhang ist der Oberkiller auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Sie werden aus der Geschichte getilgt. Also vor der müssen wir uns natürlich, das ist der einzige Nachteil, wenn man halt diese Schlacht dann selbst austrägt, könnt dass die kämpfen? Dann halt so unfassbar overpowered ist im Gefecht, ne, aber ja. Wir dürfen uns halt eben nicht auf Duelle mit ihr einlassen und müssen versuchen, ihr konsequent aus dem Weg zu gehen, ne, also halt, dass wir das sagen, so wir wollen nur, sie greift uns hier an, ne, warte mal, habe ich Brandpfeile? Ja, habe ich, ne. Da will ich nämlich dann glatt sagen, Leute, wir versuchen wieder hier einen schönen Waldbrand auszulösen. Und du stehst, glaube ich, so erstmal ganz gut.
Und die stellst du mir mal dahinter oder sowas. Können wir das so machen? Irgendwie, die müssen ja gar nicht so großartig so sein. So machen wir so. Aber da musst du sie halt wieder zielgerichtet da jetzt hinlocken, ne? So, ich habe jetzt erstmal hier meinen Wachturm noch. Den nehmen wir noch mit. Dann haben wir noch meine Anti-Kavallerie-Nummer. Mhm. Die stellen wir mal hier so vor uns in den Wald, weil die KI die ja sonst sieht. Und dann da das Pech, das muss ich da oben hin machen, weil wenn ich anfange, das hier auf der Map zu verschieben, dann crasht das Spiel wieder. Deswegen lassen wir das mal. Das brauchen wir jetzt echt nicht nehmen. Ja. Und ich glaube, wir laufen noch so ein kleines Schrittchen hier zurück. Ich möchte ja nicht, dass meine Jungs im gleich brennenden Waldstück stehen. Wobei, warte mal, andere Idee. Will ich den Wald schon ein bisschen vorher anzünden? Das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir den vorher schon anzünden können. Will ich das. Genau, warte mal, mach das mal hier hin. Ich würde halt echt aufpassen. Also, der Gegner sollte schon so ein bisschen in der Nähe sein. Ja, 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 ist richtig. Weil sonst brennt nämlich der Wald zu früh ab. Mhm. Ja, lass mich jetzt erstmal kommen. Ja, sie kommt ja. Dreifache? Ja, ist schon auf dreifach. Oh, lol. Ach, stimmt, du hast ja auch noch diesen geilen Turm. Hey, das ist so selten, dass die KI mal angreift und du das Ding einsetzen kannst, ne? Hm. Da kommt sie. Ja, ich will die Kaffs so ein bisschen vorlocken, dass die Bogenschützen drauf schießen können. Dann fängt der Wald nämlich schon ein bisschen früher an zu brennen, ne? Die soll ja nach Möglichkeit durch den brennenden Wald laufen. Was jetzt natürlich gerade nicht mehr gut geht, weil er hier so... Ah ja, jetzt vielleicht. Ja, genau. So habe ich mir das gedacht. So, und du kommst jetzt mal hier hin. Ja, das ist egal, das wird angegriffen. Wald brennt, ja. Na so, und jetzt kann die KI hier schön durchlaufen. Ist aber auch ein geiler Effekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, also der Wald wird auch richtig licht dadurch, ne? Mhm. Muss jetzt hier hin übrigens schießen. Will ich gerade mal schauen, ja, ob das dadurch auch mal. Das Öl übrigens fängt dadurch nicht an zu brennen. Das bekommt keinen Feuerschaden. Das musst du extra angreifen. Mhm. Ist echt interessant. Also, was die Rauchgranaten an. Mach mal schnell das Öl am Boden, das Öl am Boden. Jetzt kommen sie. Ja, da. Mal draufschießen. Genau, jetzt brennt's. Sind sie aber auch instant stehen geblieben, weißt du, so. Du wirst flankiert von rechts, die Kavallerie. Ja, sorry. Boah, der Schaden, den die erleiden beim Durchrennen durchs Feuer, ist halt so brutal. Mhm. Da ticken halt ganze 6000er runter an Lebenspunkten, ne? Mhm. Zeigt ihnen eure Stärke. Ja, du machst es sehr, sehr gut. Du schickst es quasi die Reserve über die Flanke rein. Ja, er flankiert mich dummerweise halt nur mit der Kaff. Das nervt. Die feindlichen Krieger rennen. Ha! Wie die alle abfackeln, ey. Die verlieren aber auch pro Tick dann so im brennenden Wald jetzt echt so 500 Lebenspunkte, ne? Mhm. Das ist echt nicht wenig, was man da verliert. Zusätzlich noch zum eigentlichen Beschuss. Dann hast du auch noch so wunderbar die ganzen Krähenfüße hingeschmissen. Das sind also Sachen, die fehlen mir halt bei Warhammer, weißt du? Ja, das finde ich auch. Das ist schon eine ganz coole Neuerung bei 3K, wie ich finde. Mhm. Ich hoffe halt echt ganz stark, dass solche Sachen, also dass solche komplexeren Sachen bei Troy dabei sind, dass es nicht einfach nur auch wieder so abgespeckt ist. Weil so mit der, es wird halt langsam aber sicher mal wieder Zeit, wie ich finde, für so ein richtig komplexes Total War. Im europäischen Stil halt auch, ne? Ja, ja.
Aber insgesamt habe ich halt einfach so festgestellt, dass ich in letzter Zeit ganz, ganz viele große Namen, zum Beispiel auch Stronghold, jetzt ja auch total auf China einschießen. Da gibt es ja auch jetzt ein neues Stronghold, aber es ist auch ein China-Setting. Das ist der Markt, wo alle hinwollen, ne? Ja klar, also, weil es halt ein Milliardenvolk ist, ne? Ist halt ein Milliardenvolk. Und dann denkt man sich halt quasi, boah, krass, ey. Wenn da bloß... Das ist halt einfach auch ein Riesenmarkt, den man damit erobern kann, ne? Also das ist ja klar, dass da alle Entwickler irgendwie auch drauf wollen, ne? So, jetzt könnte mal... Meine Generäle sind echt langsamer als seine Kaff, ne? Das ist auch irgendwie ein bisschen albern. Oh Gott, ey, können die... Okay, der hat keine Munition mehr. Ich dachte schon, warum rennt mein Fernkämpfer hier in Nahkampf gegen die Zheng Zhang? Ja, nicht so clever. Bad idea. Die berittenen Bogenschützen da drüben, die bekommen jetzt echt Feuer, ey. Von dir. Aber viel schießen kannst du nicht mehr. Ja, und wir sollten jetzt auch auf die normalen Pfeile wechseln, eigentlich. Vorsicht, du rennst deine eigenen Krähenfüße rein. Ja. Auf der linken Flanke. Welche einer da? Ah, okay, ja. Ich muss die Einheiten jetzt auch mal langsam routen. Ne? Ja, das wird nicht mehr lange dauern. Okay, jetzt mal bitte hier. Hä? Achso, der hat da auf die Kavallerie der Jian-Schwertwachen geschossen. Lol. Ja, das habe ich jetzt auch echt überhaupt nicht verstanden. Vor allen Dingen, jetzt stehen meine Jungs da im brennenden Dornbusch, ne? Also es ist so albern. Vor allen Dingen, ich habe den Einheiten ganz klar einen Befehl... Ah, warte mal, ich weiß, woran das lag. Der war out of range. Der ist außerhalb der Reichweite gelaufen. Und dann haben meine Einheiten da angefangen, Auto zu feuern. Unser Sieg ist nah. Ist rum? Ne, noch nicht ganz. Ja, aber das ist echt krass, was die von Mumm haben, die Truppen von der, ne? Da ist halt KI-Armee. Da kommt halt alles wieder. Bei Three Kingdoms kommt halt jede Drecks-Pimmel-Einheit wieder zurück. Ja, jetzt hat der Günther Pimmel gesagt. Du könntest es auch übersetzen in Schmutzpenis. Klingt dann gleich viel nobler. Das ist halt wie bei den Orks in Warhammer oder bei den Skaven, ne? Ist die Cheng Zhang eigentlich jetzt tot umgefallen? Ich weiß es nicht, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie auch nicht, ich habe keine Message bekommen. Guck mal, ob sie hier rumliegt. Da liegt. Ich habe keine Ahnung, ob sie da rumliegt. Da liegt so ein Pferdchen irgendwie. Ich glaube, das könnte sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, ja, da liegt sie. Die liegt da. Da raus aus dem brennenden Wald. Haben die jetzt nochmal den Wald angezündet oder was haben die jetzt da gemacht? Naja, ich habe selber durchs Feuer auch noch ein paar Einheiten verloren, aber hey. Läuft. Ja, war okay. Komm, ich mach Gefecht beenden, ich erwische da eh nichts mehr. Ja. Ohne Kavallerie bringt es meistens eh nichts. Aber guck mal, die hat nur noch 231 Mann, das ist doch jetzt eigentlich gegessen. Aber guck mal, was die für Kills gemacht hat. 255, die hat halt über eine Einheit, anderthalb Einheiten alleine ausgelöscht. Ja, die stand in den Bauern drin, ne? Das ist halt natürlich auch ein gefundenes Fressen. Die starben halt alle schon vor Schreck, ne? Vor ihrer Schönheit. Haben sie sich in den Staub geworfen und selbst entleibt. Oh, guck mal, sie ist down. Hohoho, Alter, sah das bitter aus. Ja, sie ist nur verletzt, ja, sie hat ja nochmal... Sie hat noch ein Leben. Genau. Sie hat Retry gedrückt. Oh, ich habe ihre Waffe abgenommen. Oh, geil, diese Äxte. Ja, ich habe die Äxte abgenommen. Boah, Vater. Aber kannst du die überhaupt benutzen? Ich weiß, ich glaube nicht, aber ich finde es trotzdem witzig. Ja, ja, solange sie halt nicht mehr hat, ne? Das Geile ist, man kann diesen Crap halt traden, obwohl halt deine verbündeten gelben Turbane das meiste Zeug ja auch nicht verwenden können. Ich quicksave mal gerade. Komm, wenn man jetzt... Ich delegiere das jetzt bitte. Und hoffentlich GG. Hoffentlich vorbei jetzt mit der Fraktion, ne?
So, vernichtet Xingjiang. Super. Ich hätte es ja gerne rekrutiert, aber es ging ja nicht. Dann musst du mal bitte die Arme in die Luft und die Beine in die Hand nehmen. Und dann lassen wir hier rüber. Ich werde diesen Hedong übrigens tatsächlich belagert. Ich sehe es, ja. Was ich immer noch sehr merkwürdig finde, ist, dass Mimu immer noch als feindliche Rebellenarmee angezeigt wird, obwohl er eine Rebellion der gelben Turbane ist. Aber, ja. Really strange. So, ich hole mir den Holzplatz von Luoyang. Delegieren. Dann sind wir jetzt schon bei 42 oder 43 Städten. Wir müssen es halt auf jeden Fall gucken, dass wir keine Städte verlieren. Naja. Ich habe 43, 7 Stück fehlen noch. Ja. So, ich würde den Holzplatz gerne in Bolzplatz umbenennen. Einfach nur, weil das so. Bolzplatz. Weil die so sinnlos in diese Gebäude. Okay, lass mal gerade gucken. Nee, ich kann die Äxte, kann ich benutzen. Echt? Geil. Ermöglicht immun gegen Erschöpfung, ist auch nicht schlecht, ne? Okay, gut. Das Ding ist halt, der hat halt die Klinge von Xiang Yu, das ist halt das Schwert von Dong Zhuo, ne? Was er halt hat, das ist halt auch nicht schlecht, ne? Minus 25% auf feindliche Rüstung ist halt auch geil. Ermöglicht Schrecken, 40%, plus 40 Angriffsbonus. Ist halt auch schon. Ja, aber guck doch mal bei Hui Yi. Übrigens, nice. Ich darf deinen Hui Yi nicht sehen. Ich sehe nicht, was der hat. Aber Hui Yi kann das doch vielleicht dann stattdessen benutzen, oder? Oder irgendein anderer. Nee, der Hui Yi kann Speere benutzen. Aber ich kann es zum Beispiel dem Busi, könnte ich es geben. Dem Busi. Haltet durch. Wobei der Busi, der hat ja dieses himmlische Schwert, ne? Warte mal, das ist ja ein Set-Item. Habe ich da das andere? Nee, das Set kriege ich nicht zusammen, weil da brauche ich das Gewand des Vorzeichenlesers und das kann ich nicht verwenden. Okay, warte mal. Ja, aber der hat ja schon so ein geiles Schwert. Komm, dann gebe ich das dem. Dann gebe ich das dem Busi, hä? Oder? Dem kann ich das auch nicht geben, ne? Nee. Ach, rennt jetzt der Busi mit den Äxten von der Zhengzhang rum, Alter. Plus 15 Entschlossenheit, plus 18 Instinkt, minus 15 Wissen. Er wird dümmer dadurch, aber. Aber haut zu wie Schmied. Und dafür wird er nicht mehr müde, ist auch gut, ne? Ja. Er ist so dumm, dass er nicht mal müde wird. Weißt du, das sind die Dumm-Fick-Gut-Äxte. Oh, weil du bist ja nicht müde, weißt du? Jetzt habe ich auch mal einen rausgehauen. Ja. Oh, wenn das Video hier mal nicht auf dem Index landet, Junge. Auf dem Index, es wird vielleicht demonetarisiert. Ja, genau, jetzt kann ich. Danke, Merp, jetzt kann ich es nicht mehr monetarisieren. Trifft doch mich genauso. Ja, delegier mal hier. Ja. Geht ja auch gar nicht anders. Wobei, so streng können die Regeln da gar nicht sein, ne? Wenn ich bedenke, was auf YouTube alles monetarisiert ist. Ist heftig, ne? Ja. Also, ja, das bin ich manchmal auch ganz schön froh. Alter, das war schon wieder so ein Drecks... Bug? Ja, und jetzt kommt das Beste an der ganzen Sache. Kommen Sie mal was da. Hat der für eine Kontrollzone? Es ist heftig. Hey, ich... Warte mal, ich könnte jetzt ins Gewaltrudern gehen. Und komme nicht an ihm vorbei. Ah, nein. Nicht möglich. Spiel. Was bist denn du für ein Popelschmied? Ja, deswegen liebe ich dieses Spiel nicht. Fail Bob und Söhne. Lasst eure Frustration aus. Okay. Zur Erleuchtung. Jiang Kai hat ein Level gekriegt. Was gebe ich dir? Ah, okay, jetzt verstehe ich auch wieder, warum der ermöglicht Nachtkämpfe. Nachtkämpfe ist ja ganz gut. Kann er nicht irgendwas mit Feuer, Brandgeschoss irgendwie, balla? Plus 10 Nahkampfschaden fürs eigene Gefolge, vielleicht gar nicht so doof, ne? Was hat er noch? Ah ja, Feuerpfeile hat er, genau, aha. Ermöglicht Erschöpfungswiderstand, ist auch nice.
Ermöglicht Guerilla-Aufstellung, Nachtkämpfe. Vielleicht mal selber, wenn er eigene Armee. Ja, machen wir hier, komm. Gehen wir hier auf den Tree. Ja, plus 10 Einheiten, Moral ist auch immer nice. Okay, gut, alles klar. Also muss ich schon sagen, die Boni, die die Turbane kriegen, ne, die sind ja schon echt nicht von schlechten Eltern. Ne? Mhm. Also das ist schon hart, auf jeden Fall. Was hat der mit seiner Armee gemacht? Nein. Der hat seine gesamten Truppen aufgegeben. Bei Hedong oder was meinst du? Bei Chen. Der Trollo bei Chen. Da werde ich in der nächsten Folge Spaß haben, ey. Der hat nur noch einmal sechs Mann. Das ist, stimmt, ja. Das ist sein Tod und danach gehört mir der Nutztierhof da drüben. Bleibt in Bewegung. Hardcore. Nicht möglich. Ich mach da auch nochmal gerade einen Screenshot von. Also das ist ja auch sowas von lächerlich, dass ich den da nicht angreifen kann, ne? Also es fehlt mir halt irgendwie 1% Bewegungsreichweite, um ihn irgendwie zu attackieren, ne? Aber, ja. Ich kann auch, glaube ich, warte mal kurz, kann ich den gelben Turbanen, kann ich die nicht irgendwie auch als... Doch, ich kann doch Kriegskoordination mit denen machen, ne? Mhm. Warte mal, dann machen wir das nämlich mal gerade und zwar... Kriegskoordination, Ziel auswählen. Wähl mal den Typen. Wenn du den erwischst, das wäre doch sehr nice. Okay, so, und jetzt will ich noch was bauen? Eigentlich nicht, weil sonst ist meine Kohle gleich wieder weg und ich will ja vielleicht nochmal irgendwann eine weitere Armee aufstellen. Ne? Aber du, wir müssen die Folge beenden. Ah, okay, gut. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und bis dann, sehe ich, macht's gut und Pax Vobis Cum Valete und Seijan. Tschüss. Tschüss.